Ei. Chemie war schon in der Schule. Ja, für Chemie musst du auch wirklich ein Interesse haben, dass du das studierst. Das stimme ich auf jeden Fall zu. So, aber Chemie von einer Universität unterscheidet sich halt dann doch nochmal um mehrere Punkte zur Chemie, die du halt in der Schule hattest. Ja, zum einen wird halt ein höherer Standard von dir, was ja Sinn ergibt, wenn du an der Universität bist, dass ein höherer Standard von dir verlangt wird. Zum anderen musst du dann aber auch Zeug machen, wie lernen das Periodensystem der Elemente auswendig. Schlimmer als Mathe geht nicht. Du studierst, also wenn du Chemie studierst, dann hast du auch automatisch Mathe drin. Neu. So, also für alle die sagen, ich möchte Physik, Bio, Chemie studieren und sagen, ich brauche ja keine Mathematik dafür, da liegt ihr alle so ein bisschen falsch. So, wenn du Chemie studierst, dann hast du automatisch auch Mathematik. Vor allem Fetzen, Mathe ist sein absolutes Lieblingsfach gewesen. Ja, für Fetzen war sein absolutes Lieblingsfach alles. Mathe hat mich aus meinem Studiengang vergrault. Das passiert bei vielen. Man denkt einfach nicht so daran, dass man eine große Menge an Mathe hat, ne? Weil, wenn man an der. Wenn man in der Schule ist und dann hat man halt so irgendwie simplen Kram, ne, der halt wirklich nicht unbedingt schwer ist. Ne? Man hat einfach, hier guck mal, du hast diese Sachen gegeben, jetzt rechne mal bitte die Dichte aus. Ja, und dann bist du an der Uni und dann wird gesagt, okay, du bist jetzt in diesem und jedem, du hast jetzt Polarkoordinaten, jetzt mach das so und so. Moin Kakashi, was geht ab? Bioinformatik, Mathe und Chemie war Pflicht. Ja. Informatik auf jeden Fall. Ich hatte nie Probleme mit Mathe, der Prof hat raus. Und vieles hängt wirklich vom Prof ab. Ist das live? Moin Kai, ja, das ist live. Nee, mit Chemie, Politik, Bio zum Beispiel braucht es ihm nicht unbedingt kommen. Für mich, upsa. Für mich war alles, was Lernen beinhaltet hat, so ein bisschen. Muss das sein? So. Jetzt muss ich hier. Ei, wie mache ich das jetzt am dämlichsten? Ich muss mir erstmal. Warte, wo ist der Mittelpunkt? Ja, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, das ist der Mittelpunkt. The Happening bei Schatten hofft, ich werde noch arbeiten. Pfui! 1, 2, 3, 4. Nee, ich wusste ja, dass du. Achso, ich bin doch deppert. Ich wusste ja, dass du relativ früh arbeiten musst. Dementsprechend wusste ich auch, dass du relativ früh wieder da, zu Hause bist. Ja, deswegen streame ich jetzt. Wenn sie die Hausaufgaben zu Hause machen, dann ist das auch alles. Dann ist das auch alles richtig. Okay. Er war auch so schrecklich und hat von der 7. bis zum Abi Latein gemacht. Das wäre bei uns nicht nichts geworden. Weil. So, wie mache ich das jetzt am deppertsten? Weil wir keinen Lateinkurs hatten. Mehr in der Oberstufe. So. Ed Schattenborn Lügenpresse, wo ich doch erzählt habe, dass bei uns Überstunden und Samstage angeordnet sind. Lügenpresse. Da hast du das Wort aber richtig schön rausgepresst, du. Ich wusste es einfach. Nennen wir es Intuition eines weiteren alten Mannes. Es wird ein bisschen hoch, ne? Das Dach.
muss ich mal antesten, ob das irgendwas ausschaut oder ob das schrecklich wird. Ich hatte dann Spanisch, dementsprechend hatte mir dann auch noch Spanisch gelernt, um mir zu... Ja, okay. Ich habe manchmal das Gefühl, Fetzen hat so es fast nicht voll bekommen. Was Lernen angeht. Ey, Kai spricht die Sprache. die Sprache der Spanier. Ich bin mir relativ unsicher, wie Spanisch funktioniert, bin ich ehrlich. Esta un biblioteca. Did I do it right? Did I Spanish? Ist jetzt die... Das wird halt wirklich hoch, nicht? Testen wir das mal an. Naja, hat mir für die Schule ja allgemein immer gehofft und den hätte ich das niemals geschafft. Wobei, das geht eigentlich mit dem Dach, ne? Es geht. Si pierdo solo un poco unas palabras, ¿dónde es la biblioteca? What? A la universidad, keck. Je suis désolé. Der jagt erst. Ey, yo! Doch, das geht so klar. Es geht so klar! Das ist jetzt die Frage, warte, du bist dann hier quasi... 1, 2, 3, das ist dann quasi hier die vierte Ebene. Lass mich mal da hinten nochmal hoch. Muchachos, bueno, bueno! Ich habe halt nur irgendwann Englisch gelernt, guys. Nachdem ich mich jahrelang da durchgequält habe und gesagt habe, okay, dann lerne ich das halt jetzt. Upsa. Könnte ich eigentlich... wenn ich das jetzt als... Schattenscomputing... Theoretisch könnte ich ja hier nochmal einen anderen, dass ich hier irgendwas Leichtes nutze. Weiß nicht, irgendwie Sand oder so? Probieren wir das mal aus. François? Oder meintest du denn lang... Fran... Ich habe keine Ahnung, was ihr schreibt. Das führt mich wieder in die 6. Klasse. Da wollte ich sagen, dass ich Flöte spielen kann. Tobi hat mir gesagt, dass das Je suis un flûté heißt. Und das habe ich dann so in der Klasse gesagt. Was ein Arsch. Wow. Don't mind my French, but this BS. Was wollte ich holen? Sand, ne? Was mache ich dann hier? Hier habe ich keinen Sand. Ich lege mich erstmal schlafen. Oder habe ich hier Sand? France ist Land, so wie Deutschland, und François ist die Sprache, so wie Deutsch. Was? Achso, France ist Land wie Deutschland. Und François ist die Sprache, so wie Deutsch. God damn it! Wisst ihr... Im Englischen gibt es ja das Oxford-Komma. So, das existiert ja im Deutschen nicht. Weil irgendjemand betrunken war und gesagt hat, wir wollen das nicht.
Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das Oxford-Komma hätte mir jetzt voll geholfen in dem Satz. So richtig voll. Ich habe doch nicht verstanden, warum mich alle auslachen. Ja, nice. Instant Schluss gemacht. Ich bin echt klug. K-L-U-K, ich meine K-L-U-G. Habe ich hier noch irgendwo... Wie gerade die Szene in meinem Kopf abspielt. Danke, Kay. Oxford-Komma? Ja, das Oxford-Komma. Das Oxford-Komma wird genutzt. 6 brauche ich. Upsa. Wird vor einem und genutzt. Was ist das Oxford-Komma? Kann mal ganz kurz was dafür googeln, schnell? Ich weiß halt leider nicht. Habe ich hier irgendwo eins von den Dingern, wo der Artist noch dran gekreditet ist? Ah. Leider nein. Das müsst ihr dann selbst ja googeln. So, wenn ich jetzt hier mal ganz kurz unter Editor gehe. So, das ist das Oxford-Komma. Ich kann das auch noch ein bisschen größer machen für euch. Ne, hier mit dem Oxford-Komma haben wir die Stripper JFK und Stalin eingeladen und ohne das Oxford-Komma haben wir die Stripper JFK und Stalin eingeladen. So. Da kennt man das schon ein bisschen, was das Oxford-Komma ist. Oh, und dass wir das nicht im Deutschen haben, finde ich schrecklich. So, dann kann ich das jetzt mal ganz kurz löschen. Sind Sie sicher, dass Sie das entfernen möchten? Ja, danke. Aber du hast im Deutschen auch ein Komma vor dem und schreiben. Das ist nicht verboten. Soweit ich weiß, ist das nach neuester Rechtschreibreform verboten. Zumindest wird das ungern gesehen. Soweit ich weiß, wirst du das auch in den wenigsten deutschen Büchern anfinden. Check's nicht. Dann beschäftige dich ein bisschen ausgiebiger mit, Noel. Das ist jetzt deine Hausaufgabe für heute. Neueste Rechtschreibreform, wann gab's die? Keine Ahnung. Keck. Ich weiß nur, dass das Komma vor dem Un mir immer angestrichen wurde als Fehler. Immer. Und gesagt wurde, das existiert im Deutschen nicht. Ja. Mir egal. Es macht es einfacher zu lesen. So. Dein Deutsch existiert einfach nicht. Ich mache dein Komma vor dem und ich werde es weiterhin machen. Versucht es doch, mir auszutreiben. 15 Jahre sind das locker. Ja, ist wie gestern für mich, Keck. Weil wir haben eigentlich immer eine Anpassung der Rechtschreibung und sowas. Kein Held, wenn du so, ich bin jetzt Wikipedia-Googler. Unser Löschlehrer hat uns das noch gesagt, dass man darf. Aus welchem Bundesland kommst du nochmal? Wenn es irgendwas aus dem Osten ist, dann werde ich alles, was du sagst, jetzt nicht mehr irgendwie... Ne? Nee, das ist gemein. Aber wie gesagt, mir wurde halt immer eingeprügelt, ey yo, Oxford Komma beziehungsweise Komma vom und darfst du nicht. 2011, uff, da. Ja, siehst du, Keck. 15 Jahre, du. Für Keck. Es kommt davon, wenn man immer wieder vorschwindelt mit Einheiten, ne? Wenn man sagt, 5 cm entsprechen 20 cm, dann wird aus 7 Jahren auch 15. NRW, ich bin nur ein Stückchen südlich von dir. Er ist genauso schlimm. Die in NRW können auch kein Deutsch. 2011 ist 15 Jahre her. Kekso, ich bin 87 nach meiner Rechnung. Deine Rechnung ist aber falsch. 87!
Upsa, das ist schon ein zu weit. Ich hatte 96 im Kopf, beziehungsweise... Ich hatte 96 im Kopf. Von 96 kommst du aber auch nicht auf 15. Du bist ein Ruhrpott, die können kein Deutsch, das ist richtig. Komplett NRW kann kein Deutsch, junge Dame. Komplett NRW kann kein Deutsch. Sagst du, das kann ich so nicht stehen. Ich hab locker 15 Jahre gesagt. Sind aber mehr als 15. 1996 sind 22 Jahre her, also mehr als 15, also korrekt. Oh, das ist das falsche Holz. So, pop, pop, pop. Ah, Kage. Ich kann ja Tobi sagen, ihr soll kommen und mit dem Sauerländer platt anfangen hier. Ach du grüne Neune, ich sag doch, ihr könnt in NRW kein Deutsch. Ich sag das aus einem guten Grund. So, bop, bop, bop. Und dann einmal hier, so. Ich sag das aus einem guten Grund. Locker 15 ist gleich 15 oder mehr. What? Nüscht, nüscht. So. Ich muss mir gleich noch ein paar mehr Stufen machen. Ich habe das Gefühl, dass mir das nicht gefallen wird. Das kann vielleicht daran liegen, weiß ich, schau einfach gleich mal. Sonst zur Not reißen wir das immer wieder komplett ab und bauen das neu. Moment, dann wäre Anklus hier aus NRW, ob es für den Eintrag im Wiki geht. Ach Gott, das arme... Weißt du, NRW hat schon genug damit zu kämpfen, dass sie einfach den Pott hier haben und sowas, ne? Und dann haben sie auch noch verflucht noch eins Anklus. Ja, kein Wunder, dass NRW in den PISA-Studien und all sowas immer durchfällt. Wenn sie Anklus haben. Eieiei. Übrigens, ich habe heute mit deinem Husbando mal wieder geschrieben, Anna, und dein Husbando hat einfach schreckliches Zeitgefühl. Also 5 Minuten sind ja keine Verspätung. Ich so, Bitch, 5 Minuten sind sehr wohl Verspätung. Alles, was nicht on time ist, ist Verspätung. Ne? Und nur weil nicht jeder Bahnfahrer Justin und mit Nachnamen Time heißen kann, heißt es nicht, dass sie nicht trotzdem Verspätung haben. Ich möchte auch will auch einen Husbando. Du hast doch einen Boy. Mach den doch zu deinem Husbando. Ist das okay? Ich weiß es nicht. Ich lasse das einfach so mal stehen. Ich tue das mal so stehen lassen, tun. 5 Minuten werden aber sowohl bei Bussen als auch bei der Bahn nicht verspätet. Mir egal, alles was nicht on time ist, alles was nicht nach meiner Schweizer Taschenuhr pünktlich ist, ist Verspätung. Mir egal, ob das aufgeführt wird oder nicht. Mir egal, wie weit sie in ihren Statistiken rumfuschen, damit sie sagen können, oh, wir sind aber pünktlich, guck mal hier. Verspätung ist Verspätung. Boy möchte kein Husbando sein. Soll ich denn dein Husbando sein, Keck? Wenn Boy nicht will. Es gibt da nur 2 Absolute. Entweder du bist pünktlich oder du bist zu spät. So. Entweder du bist mit mir oder du bist gegen mich. Achso, ich habe das hier übrigens falsch gebaut, sehe ich gerade. Oder? Ich bin mir gerade unsicher. Klar, komm ran. Schick Adresse und ich bin da. Das war jetzt hier richtig schönes NRW-Deutsch.
sind halt Verspätungen, die durch ein- und aussteigende Personen entstehen, wo Bus und Bahn nichts für können. Mir egal. Es ist trotzdem eine Verspätung. Laut Definition. Verspätung ist definiert durch Schatten muss warten. So. Muss halt die Birch Stairs irgendwie wegpacken mal. Höchstwahrscheinlich habe ich hier irgendwo welche verbaut und jetzt einfach irgendwo weiß oder so. Okay. Vielleicht sieht man sich ja nochmal wieder neu. Aber danke, dass du vorbeigeschaut hast. Ich wünsche dir dann schon mal einen angenehmen Tag. Dann dürfen keine mitfahren, sind die auch pünktlich. Selbst dann sind sie nicht pünktlich. Es gibt auch zu früh. Lieber zu früh als zu spät. So. So, mir wurde gesagt, ich soll rankommen. Also, das hat... Wer hat das behauptet? Jetzt habe ich quasi die Wüste durchkämmt, außer vorhin, in denen er gebannt wurde. Unten links zu seinem Teil 10. Ich habe nichts zu Anklaus Herkunft gefunden. Ich meine aber auch, dass er irgendwo aus NRW kommt. Ich mag Leute, die nicht zu spät kommen. Es ist auch einfach Höflichkeit, pünktlich zu kommen. So, und die DB ist halt einfach unhöflich. Ist fuck damit. Goddammit. Anna meinte, ich sollte rankommen. Ich habe einfach nur noch mal gesagt, dass du mit deiner Definition von Pünktlichkeit bei mir nicht ankommen darfst. So. Pünktlich ist, wer keine Verspätung hat. Und jede Verspätung, die größer ist als eine Minute, ist auf jeden Fall eine Verspätung. Mutter von Boy, mein Boy ist immer zu spät. Uff. Instant enterbt. Nicht eingeladen zur Hochzeit. Wenn ich mein pünktlich zu kommen, der kann aus meinem Leben verschwinden. Und wenn du schon nicht pünktlich kommst, dann musst du aber auch schreiben, dass du zu spät kommst. Andernfalls auch raus aus dem Leben. Manchmal sogar mehrere Stunden. Ja, RIP. Was soll denn das? Das ist ja einfach unhöflich. So sagen, ach ja, ich komme dann so gegen 3 und dann ist man erst gegen 6.500 da. Sie lädt mich ja zunächst ein, also macht das nächste eben Preach. Amen. Pünktlichkeit ist einfach, aber wer nicht pünktlich sein kann, ne? Der soll auch nicht eingestellt werden irgendwo. So. Ich war... Also das hat weniger mit mir zu tun gehabt und eher damit, dass mir nicht gesagt wurde, dass ich später kommen soll. Ich war zu meinem zweiten Vorstellungsgespräch über eine Stunde überpünktlich. Ich sage immer schon Bescheid, wenn ich nur 2 Minuten... Das passiert mir erst gar nicht, 2 Minuten zu spät sein. Pfuh. Also doch, das passiert mir, aber meistens ist halt dann auch einfach die Bahn... So, ich so, ey, ich bin dann so gegen 11:45 in Nürnberg. Bahn so, Bitch. Nope. Und ich so, okay. Man sieht sich dann über innerhalb der nächsten 3 Tage wieder. Erinnert mich auch immer wieder gerne zurück, wie ich mal zu meiner Ex-Freundin gefahren bin und man mich durch komplett NRW geschickt hat, weil kein verfluchter Zug gefahren ist. Und dann war, eigentlich sollte ich irgendwann gegen 18 Uhr ankommen und dann war es irgendwann 10, als ich bei ihr ankam. Es war toll. Habe ich mich richtig toll gefühlt, als ich mich bei ihrem Vater vorgestellt. Ja, hallo, ich bin der Schotten, ne? Ich bin jetzt erstmal richtig geil zu spät gekommen. Ne, so richtig toll. Dumme Bahn. Ich habe wegen so Leuten wie meinem letzten Geburtstag geflennt und feier danach dieses Jahr nicht mehr. Oh, stimmt, hast du schon mal erzählt? Hast du schon mal erzählt, Tun? Es tut mir noch immer so ein bisschen weh, das zu hören. Ich meine, ich versuche
frage ja meistens über irgendwelche Menschen so, ey, kann ich über das Wochenende bei dir abhängen? Ich habe kein, ne? Meistens sage ich dann nicht mal, dass ich Geburtstag habe. Die meisten vergessen das auch, glücklicherweise, wann ich Geburtstag habe. Weil es mich eh nicht interessiert. Weiß nicht, in den meisten Fällen, insbesondere Familie oder sowas, die interessieren sich halt einen Scheißdreck für mich ein komplettes Jahr über und dann heißt es, ach, heute ist der Tag, aus dem er aus der Vagina seiner Mutter gepresst wurde. Jetzt können wir mal ganz kurz so, hallo? Ja, nee, geh weg. Lass mich in Ruhe. Wegen meiner können wir gemeinsam was trinken und Kuchen essen. Aber das können wir auch gerne an allen anderen Tagen des Jahres machen. Dafür braucht es nicht dieser Tag sein. Lädst du für sie ihm ein? Dein Boy sagt, er kommt später, hockst um 19:45 immer noch alleine da. Ich meine, 45 Minuten ist auch schon ein bisschen heftig. Aber das erinnert mich auch immer wieder, oder als ich quasi auf meiner ersten Vorabi-Feier war, als es dann plötzlich hieß, wie Schatten, du bist schon um pünktlich 7 da. Ja, wir haben noch nicht mal alles vorbereitet zu Ende. Wir haben die ersten eigentlich erst so um halb erwartet. Und ich so, Bitch, wenn da steht, ab 7 ist offen, dann ist ab 7 offen, nicht ab halb 8. So funktioniert Zeit nicht. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich bin zu spät, das gehört sich so. Nein, es gehört sich nicht, zu spät zu sein. Immer on time, niemals zu spät. Bei uns ist meist, wenn man irgendwie zu einer Feier einlädt, kommen viele schon früher, um bei den Vorbereitungen zu helfen. Ja, sowas ist, ich meine, sowas muss man nicht machen, meiner Meinung nach. Na, also sowas erwarte ich nicht von Gästen oder sowas, aber dass sie halt pünktlich sind. So. Das bedeutet ja auch eigentlich, oder ist ja auch nur ein Zeichen von Respekt, dass du halt gegenüber deinem Gastgeber, oder zumindest, dass du dann ankündigst und sagst, ich bin später da. Manche kamen anderthalb Stunden zu spät. Eieiei. Ja, wobei ich hatte da auch zu meinem letzten Geburtstag, den ich gefeiert habe, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, hatte ich auch einige Bekannte eingeladen, die ich halt aus der Berufsschule kannte. Und der eine war halt krank, ne, und dann kann er halt nicht kommen, das ist ja ein valider Grund. Ne, und der andere war halt schon sturzbetrunken. Also die haben quasi in Anführungszeichen vorgeglüht, wo ich mir auch so dachte, Leute, ihr müsst nicht sturzbesoffen auf eine Feier kommen, dann irgendwie die gesamte Zeit nur Scheiße machen und dann wieder gehen. So, und dann im Nachhinein euch noch vollkotzen bei euch zu Hause wieder. So, wenn ihr Sorge habt, dass ihr keinen kennt dort auf der Feier, ihr kennt mich. Zum einen das und zum anderen lade ich auch keine Menschen ein, die irgendwie assi sind. Dachte ich eigentlich. Gut, aber hat sich ja, ne? War dann ja doch anders. Habe ich ja doch auszusehen, jemand erwischt, der assi war. Na, und das war, gab mir auch so gedacht, Leute, ihr seid ja eigentlich schon ein bisschen peinlich, ne? Stellt ihr euch auch so dann bei euren, bei den Eltern eurer Beziehung vor, so dieser Art und Weise? Bitte nicht. Ich wünsche für euch nicht. Tatsächlich ist es vielen Gegenden in Deutschland und auch in anderen Ländern üblich, dass wenn zum Beispiel Simon gesagt wird, dass man den frühestens eine halbe Stunde später kommt. Kennt ihr noch die, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr auch einfach ein bisschen zu jung dafür, aber kennt ihr noch dieses Meme, oh, alle in Deutschland sind super pünktlich. Ja, können wir bitte das Meme durchleben? Nicht, ja, 7 da, ich bin aber morgen gegen 6 Uhr morgens da. Da gilt es als unfreundlich, wenn man früher kommt. Ja, selber schuld. Wenn du dein Zeitmanagement nicht hinbekommst, dann kannst du nicht sagen, ja, du bist jetzt aber unfreundlich, dass du früher da bist. Nö. Das akzeptiere ich nicht.